Thema von MVVM ist es ja immer, dass das View-Model unit-testbar sein soll. Ja, ein Argument, UI und Logik zu trennen, ist, dass wir die Logik automatisiert abtesten können. Aber wie geht das jetzt eigentlich? Ja, und die Basics vom ViewModelBase und das Delegate-Command, das schauen wir uns in diesem Video an. Andere Sachen dann in einem anderen Video, wenn es gewünscht ist, schreibt es in die Kommentare. Denn so Sachen wie, was ist jetzt View-Logik und was gehört ins ViewModel, gibt es hier ein Video dazu, können wir uns hier mit dem Unit-Testen entsprechend begründen. Also, dranbleiben, ich nehme XUnit das Testprojekt, gibt aber auch andere wie MS-Test, unterscheidet sich gar nicht so arg. Ich habe XUnit mal angefangen, wie es MS-Test noch nicht für .NET Core gegeben hat und bin jetzt dabei geblieben, weil ich eigentlich recht happy damit bin. Gut, also wie gesagt, wenn es interessiert, dranbleiben. Also, ich habe jetzt so ein XUnit-Projekt mal gemacht. Das erste, was ich natürlich brauche, ist eine Dependency auf das andere Projekt. WPF Basics angehakt und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier die entsprechenden Klassen auch zu verwenden. Ganz normaler Projektverweis. Ja, etwaige Hintergrundgeräusche, soweit das möglich, bitte ignorieren. Mein CPU-Lüfter hackt gerade einen an der Klatsche. Ich weiß nicht, warum. Gut, wir wollen mal ein Delegate-Command testen und dazu gibt es hier dieses Attribut Fact, damit weiß die Test-Engine, die Unit-Test-Engine von XUnit, dass es sich hierbei um einen Unit-Test handelt. Und das machen wir, indem wir ein Delegate-Command anlegen. Delegate-Command using mit Steuerung Punkt ist gleich new. Und wir machen mal eine Variante, in der wir nur, wir haben ja zwei, einmal, wo nur die Execute-Methode drin ist und einmal mit dem Can-Execute. Wir übergeben nur das Execute und das Execute ist es so, dass wir uns merken wollen, also was wir testen wollen, wird diese Methode auch ausgeführt, wirklich ausgeführt, wenn wir Execute aufrufen. Also Command.Execute, ja, und jetzt muss die Methode aufgerufen werden. Dazu merken wir uns eine Variable, was executed, und die setzen wir mal auf false und hier herinnen was execute setzen wir diese auf true und anschließend prüfen wir mit SRDAF, ob was execute auch wirklich true ist. Also wurde die Methode ausgeführt. Wird sie nicht korrekt ausgeführt durch das execute, dann wird hier dieses Delegate diese nicht aufgerufen. Ergo werden wir hier dieses Assert wird fehlschlagen und die Unit-Test ist fehlgeschlagen. So, execute braucht auch ein Objekt. Ja, also geben wir ihm eines mit Object send ist gleich new Object, egal was das ist. Das geben wir hier mit, Object Send. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass wir der hier mit übergeben. Und die zwei müssen dasselbe sein. Also, Assert, Same, Object Send und O. Ja, diese beiden müssen dasselbe sein. Das gleiche Objekt, der gleiche Arbeitsspeicherreferenz. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre dieser Unit-Test fehlgeschlagen. So, dann haben wir hier unseren Test Explorer. Falls er nicht da ist und Test und dann Test Explorer. In diesem Test Explorer hier links sehen wir dann alle Unit-Tests. Wer es noch nicht sieht, einmal kompilieren vorher. Ja, durch das Kompilieren passiert genau das, dass sich alles Mögliche aktualisiert, unter anderem auch dieser Test Explorer. Ich fixiere mal hier mit der PIN. Gut, diesen Test Explorer, der zeigt uns diesen Unit-Test hier schon mal an. Wir können hier auch noch sagen, wie DisplayName ist gleich Action Only Set, ja, beliebiger Display Name, der würde dann auch hier entsprechend angezeigt werden. Action Only Set. So, und rechte Maustaste, Run und dieser Unit Test wird ausgeführt. Und grünes Häkchen heißt alles in Ordnung, kein Fehler gefunden. Also diese Execute wurde auch wirklich führt dazu, dass dieses Delegate, was wir hier übergeben, auch mit ausgeführt wird. Gut, brauchen wir noch eine. Public Void Action Only Test Null. Was ist, wenn wir einen Null übergeben? Was erwarten wir uns dann eigentlich? Und jetzt kommen wir auch in die Variante mit Test Driven Development, wo wir dann eigentlich uns erstmal Gedanken machen, wie mache ich eigentlich oder wie soll sich eine Applikation verhalten, wenn im Fehlerfall, wenn es nicht richtig aufgerufen wird. Also was ist, wenn ich bei Action als Delegate einfach Null angebe? Na, eigentlich würde ich mir erwarten, dass das nicht funktioniert und ich würde sagen, hier müsste eine Argument Null Exception kommen. Assert.throws
eine Argument Null Exception. Argument Null Exception. So, Argument Null Exception. Das kleine machen hier. So, diese Argument Null Exception, und hier kommt wieder eine Action rein, also ein Code, den er ausführen soll. Das wäre dann das hier. Ja, dieser Code muss seine Argument Exception liefern, und zwar eine Argument Null Exception. Macht er das nicht, dann wäre der Test fehlgeschlagen. Also dieses SS Rose erwartet sich diese Exception. Fact Display Name, ja, haben wir einen schönen Namen. Action is null in Constructor. Oder machen wir mehrere auf einmal. Constructor, Constructor, Null Tests. So, die gibt's mehrfach, weil wir erwarten uns Ähnliches. Argument Null Exception. Hier erwarten wir uns auch, wenn wir zum Beispiel ein New Delegate Command machen, bei dem wir beim Predicate ein Null mitgeben. Ja, wenn wir schon den Konstruktor mit Predicate aufrufen, dann soll auch was daherkommen. In der Action geben wir nicht Null mit. Geben wir einfach eine leere Methode mit. Warum will er keine leere Methode? Weil hier was reingehört. So, eine leere Methode, die macht einfach nichts, aber dieses Null sollte zur Exception führen. Gleiches können wir nochmal machen, indem wir den zweiten Konstruktor testen, wo die Action Null ist, aber dieses Predicate einfach True liefert. So, hier soll Null kommen, hier soll Null kommen, hier soll Null kommen, hier soll kein Null kommen. So, der Unit-Test ist inzwischen da. Wir drücken auf Play, er testet uns das entsprechend durch. Und hier sehen wir schon, dieser ist fehlgeschlagen. Ja? Expected ist Argument Null, aber no exception was thrown. Das heißt, hier haben wir keine Exception, die wirklich geworfen wird. Sehen wir uns den Konstrukt an, sagen, selbstverständlich wird hier keine Exception geworfen, denn das Thema ist nicht abgehandelt. So, Predicate kann hier übrigens ein Nullable sein, dann könnten wir auch das Nullable machen. Na, ist egal jetzt. So, ja, die Implementierung brauchen wir hier natürlich. Weg mit dieser Implementierung. Und hin zu Argument null exception punkt argument exception punkt throw if null. Warum fehlt das hier? Egal. Also, egal was kommt, wir machen einfach this punkt execute ist gleich execute execute. Aber wenn das null wäre, dann throw new argument null exception mit name of execute. So, und hier sagen wir gleiches für das can-execute, aber wenn das null ist, throw the argument null-exception mit can-execute. So, dann dürfen wir aber hier nicht null übergeben. Okay, dann lassen wir can-execute optional. Das heißt, das dürfte null sein, dann ist okay, dann ist gerade leichter. Wir passen gerade die Anforderungen an den Code an. Na gut. Dann wird das sozusagen okay. Ja, erste Parameter ist ja dieses can-execute, aber das wäre nicht okay, wo die execute ist. So, nochmal ausgeführt und nochmal sichergestellt, dass das alle wissen. Der Unit-Test ist nicht dazu da, um sicherzustellen, dass der Code funktioniert, sondern dass er nach der Änderung immer noch funktioniert. Jetzt haben wir gerade den Code geändert, ich drücke auf Play und er testet alle alten Funktionen wieder. So, schauen wir mal, dieses can-execute, public, void, public, void, can-execute, test. So, dieses can-execute wollen wir auch irgendwie testen. Also wir brauchen ein delegate-Command. In diesem delegate-Command geben wir ein can-execute dann, ups. Und wir geben ein execute dann. Okay, execute ist uns jetzt mal egal, also egal was kommt, wir machen nichts. So, und in diesem can execute, da sollten wir jetzt irgendwas machen.
nämlich irgendeine Prüfung. Wie zum Beispiel, dass das Ding ausliefert. Bool can exec result ist gleich false. False. Ah, Blödsinn. Can execute result. So, sagen wir true. Assert equal can execute result und command.canExecute. Auch hier natürlich können wir in diesem Bereich wie auch hier herum dieses same entsprechend testen und das sollten wir auch tun. Also machen wir es auch. Also same object geben wir hier mit, dann geben wir hier mit dieses object to send und geben hier an assert same object to send mit oh, die zwei müssen gleich sein und wir geben das entsprechend zurück. Strichpunkt. Okay, also hier noch die Prüfung, ob das passt und dann muss eben dieses CanExecute diese entsprechende Methode hier auch liefern. Eigentlich sehr langweilig ist, dass hier noch einzelne Methoden aufgerufen werden. Was aber wichtig ist, RaiseCanExecuteChanged muss dieses Event entsprechend auch auslösen und dann ja, sind wir mit den gröbsten Sachen eigentlich schon fertig. Hier noch das Fact angegeben, damit wir eine Unit-Test auch haben zum Ausführen und wir machen RaiseCanExecuteChangedTest. So, in diesem RaiseCanExecuteChangedTest, da fehlt eine Klammer, brauchen wir natürlich wieder ein Delegate-Command. CMD ist gleich New Delegate-Command. Action ist uns egal, ja, was die macht. Die wollen wir jetzt nicht testen. Wir wollen bool was event fired. Das ist gleich false. So, command. Can execute change. Also wenn sich dieses Event geändert hat, sender event args. Plus ist gleich sender und event args. Und zwar mit folgender Implementierung. Erstens, assert same, das Command muss dem Sender entsprechen. Assert.equal, EventDAX sind EventDAX.empty. Und drittens, das Event wurde offensichtlich gefeuert. So, nun sagen wir, RaiseCanExecuteChanged. Dadurch muss das Event gefeuert werden und das prüfen wir hier auch entsprechend ab. Fact drüber und alle sind happy. Einmal Play gedrückt, alle Unit-Tests ausgeführt und hoffentlich alles grün. Wenn alles grün ist, sind wir fein raus. Jawohl, alles grün. Also, Events testen, schauen, ob sie gefeuert werden, vorher false setzen, im Event-Handler auf true setzen, Event irgendwie auslösen und dann das entsprechend sicherstellen. Gut, was machen wir mit diesem Base-Object? Wir haben hier eine abstrakte Klasse, also müssen wir das Ding mappen. Sprich, eine Dummy-Klasse erstellen. Und ja, dann müssen wir dieses Property-Changed irgendwie testen, ob das auch wirklich funktioniert. Gut, dann machen wir das mal. Also, es gibt in unserem Testprojekt jetzt eine Testklasse und jetzt machen wir uns noch eine manuelle Mock-Klasse. Es gibt dann auch Frameworks, die uns diverse Mock-Klassen oder Interfaces mocken können. MOQ zum Beispiel. Wenn es interessiert, mal in die Kommentare schreiben, was ihr da sehen wollt. Dann kann ich da was machen. Wobei, es gibt schon einige Unit-Tests-Videos auch. Wir machen mal einen kleinen Ordner mit Mock-Objekten. New Folder Mock-Classes. Mocks. So, und in diesem machen wir STRG SHIFT A, eine kleine Dummy-Klasse, ein Dummy-View-Model. So, dieses Dummy-View-Model erbt jetzt von unserem Notify-Able-Base-Object. Namespace nicht vergessen und hat eine ganz normal String-Name, Public-String-Name
get, gib den Name zurück, name, und im Setter, klassische Implementierung, if name ungleich value, name gleich value, und this.raise property changed. Dieses Name brauchen wir nicht explizit angeben, das kann ja dieses kleine Ding namens Attribut automatisch für uns auflösen. So, was haben wir hier? Hat keinen Wert, ist uns jetzt egal. So, dieses Dummy View Model wollen wir jetzt verwenden, weil von dem können wir kein Objekt anlegen. Also gehen wir hier und sagen, okay, Ray Property Changed Test machen wir hier. Das soll ein Unit Test sein, also braucht er Fact. Damit das Fact kennt, X Unit hier herum. So, Notifiable Base Object. Na, Blödsinn. Dieses Dummy View Model, Fine ist gleich New Dummy View Model. So. Dieses Namespace eingebunden ViewModel hat jetzt dieses Property Changed. Dieses Property Changed muss hier aufgerufen werden. Also haben wir Sender und Event Args und wir haben wieder, das muss aufgerufen werden und zwar richtig. Erstes Assert.equal oder Same. Assert.same. Also das ViewModel muss gleich dem Sender sein. Assert.notNull, wenn man will. E darf nicht null sein. E.PropertyName, also Asset.Equal Name of VM.Name. Der Name des Name-Properties muss diesem Property-Name hier entsprechen. Und das Event muss natürlich aufgerufen werden. Was fired ist gleich true. Also Bool was fired ist gleich false. Das Event ist nicht gefeuert. Wenn Property changed ist, dann muss der Sender übereinstimmen. Event-Tags darf nicht null sein und der Property Name muss dem Namen des Firmals entsprechen, also Name sein. Und nun wurde das Event gefeuert. So, jetzt müssen wir natürlich als alles erstes diesen Name auch irgendwie setzen. Und wenn wir es gemacht haben, dann können wir jetzt sagen, true was fired. Dadurch haben wir sichergestellt, dass wir hier waren und dass auch diese Prüfungen alle gemacht wurden. Hier fehlt Void. Ja. Run all unit tests. Es ist grün. So, mal durch die Bank. Sollen wir? Wollen wir? Klar wollen wir. Also. Debug. So, wir kommen hier hin. Wir kommen hier hin. Wir setzen den Namen. Ups, jetzt hat der Breakpoint hier gefehlt. Also nochmal zurück. Ups. Wir setzen den Namen. Nope. Nochmal retry. Debug. So, es ist bereits in diesem Changed. Ja, ViewModel wird überprüft. Was fired wird auf True gesetzt. Property changed wird entsprechend hier geworfen. Und wir sind hier auch entsprechend draußen. Und alles ist überprüft und alles ist grün und alles ist schön. Legitime Frage natürlich, wann bin ich fertig mit Unit testen? In der Enterprise-Version würde es geben ein Feature, das heißt Code Coverage, also die Testabdeckung. Wie viel Prozent meines möglichen Codes wurde durch Unit Tests abgedeckt oder wurde durchlaufen? Würde sehr helfen, hat leider erst die Enterprise-Version und nicht die Community Edition, zumindest nicht zum Stand Visual Studio 2022. Ja, so simpel werden jetzt ViewModels eigentlich getestet. Eins noch. Wenn wir mehrere Eigenschaften haben, wie zum Beispiel First Name, Last Name, Full Name. Und wenn sich der First Name ändert, muss sich sowohl dieses Property Changed für Last Name als auch für Full Name. Also wenn sich der Last Name ändert, sowohl für Last Name als auch für Full Name exekutiert werden. Dann sollte man schon den Unit Test so anpassen, dass man auch beide entsprechend prüft. Denn das ist so eine klassische Fehlerquelle,
wo man einfach vergisst, hier dieses zweite Property auch zu werfen. Also ist es Race Property Changed fürs zweite Property. Also sicherstellen dann im Unit Test, dass beide geworfen werden und nur die zwei geworfen werden. Und keine anderen Events mit anderen Eigenschaften. Außer es müssen noch welche geworfen werden. Gleiches, wenn es noch ein Command gibt, dass zum Beispiel ein Can Execute Changed von einem Button, von einem Command geworfen werden soll, ja, dann gehört natürlich auch das hier entsprechend dann mit abgetestet. Ja, wie das geht, haben wir eigentlich ja beim Delegate Command Test gesehen. Ja, auch das muss dann entsprechend gefeuert werden, also von diesem Command im Viewmodel drin, muss auf dieses Event registrieren und dann sicherstellen, dass das auch gefeuert wird. Ja, und alles, was sich hier nicht gut abtesten lässt, wie einen Dialog öffnen oder auf einen OK-Button drücken, dann wissen wir, das ist nichts, was ins Viewmodel gehört oder wir haben gegen MVVM verstoßen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Unit-Testen.